Sussul, hallo ihr Säpplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. Wir bauen heute wieder eine Runde und heute geht es an unsere zweite Finca, würde ich sagen. Wo ich übrigens noch gefragt wurde, war, ob ich das hier nicht so ein bisschen auf ein Fundament stellen kann. Kann ich durchaus machen, aber ich würde es nicht höher als so machen, weil ich finde es einfach, wenn ich es noch höher mache, weiß ich nicht, fände ich glaube ich nicht so gut. Wir müssen dann aber auch das hier, müssen wir nochmal neu machen. Weil das ist einfach nicht gut. Auch eine Fundament stehende Zäune, das ist ganz doof. Ich glaube, das machen wir einfach nochmal komplett weg und platzieren das vielleicht, wenn die zweite Finca auch steht. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das ist, glaube ich, die sinnigste Idee. So, das hier ist ganz klar meine Wahl für die Treppe hier. Würde ich hier vielleicht so ein bisschen breiter machen. Oder? Macht man die breiter oder macht man die, lass man die so schmal? Ich würde es vielleicht breiter machen, weil dann sieht ein Zaun nicht so doof aus. Oder so ein Treppengeländer vielmehr. Was wäre denn hier jetzt ein passendes Treppengeländer? Jetzt wird es schwierig. Ich glaube, ich weiß es nicht. Macht man da überhaupt einen Sinn? Vielleicht macht man da einfach besser nur so eine Pflanze hin. Wäre doch auch eine Idee. Sowas hier zum Beispiel einfach. Zack. Und, ja. Hier sowas. In der Richtung. Schwebt die jetzt? Ja, die schwebt, ne? Nein! So ist sie ein Ticken zu groß. Also schon so ein kleines bisschen. So vielleicht. Ist schöner, glaube ich, als mit Geländer. So gefällt es mir gut. Und hier oben wurde ich noch gebeten, ob ich hier nicht auch noch irgendwie was hinplatzieren kann. Blumentechnisch. Wenn dann nur hier in die Ecke. Muss ich mal gerade gucken. Nein, damit verdecke ich nichts. Das heißt, wir können da ruhig noch was hinstellen. Die Frage ist jetzt nur gerade, was? Das muss was sein, was passt. Da muss ich ein bisschen schauen. Warte mal, wir haben doch hier irgendwo, genau, diesen Gartentopf. Den habe ich mal irgendwann runtergeladen. Vielleicht einfach den hier. Und da dann sowas rein. So lavendelmäßig. Das ist klein, aber fein. Das passt rein theoretisch ganz gut dahin. Okay, wir fangen jetzt mit der, zweiten Finke an. Jetzt habe ich gerade erst die Zeit gestartet. Ich glaube, ich nehme jetzt gerade so 3 Minütchen oder sowas auf. Okay, die zweite Finke. Ich bin gespannt, ob ich das hinbekomme. Bin ich wirklich. Ich bin wirklich sehr neugierig. Okay, alles klaro. Ich habe auch hier wieder eine Bildvorlage und ich habe keinen Plan, ob ich das halbwegs so hinbekomme. Das wird wahrscheinlich eher eine flache Variante, eine flache Finke. Nicht doppelstöckig, müssen wir mal schauen. Aber es wird, wie gesagt, definitiv auch wieder eine Finca. Weil ich möchte einfach, dass es im Stil so bleibt, wie wir auch angefangen haben. Das ist mir wichtig. Wo ist die Wand? Die ist auf der Höhe hier. Okay. Das wird spannend. Das wird sehr spannend. Ich würde sie, glaube ich, mal hier ansetzen. Aber wenn das generell eine größere Sache wird, dann sollten wir auch schauen. Oh Gott, das ist jetzt hier. Das hier alles hinzubekommen. Das wird ja ein Spaß. Nee, Quatsch, so wollte ich das machen. Okay. Hier. Machen wir es jetzt so. Dann so. Dann machen wir hier so. Hier kommt unsere Eingangstür hin. Jetzt nochmal einen Ticken so. Ich weiß, das muss für euch jetzt ganz, ganz merkwürdig aussehen. Hier kommt bei dieser Finca die Terrasse hin. Allerdings wird die keinen Zaun bekommen. Was vielleicht ganz interessant sein dürfte.
So, die kommt bis hier vorne hin und dann wieder bis hier hin. So, jawohl. Zaun kommt aber wie gesagt weg. Boah, nein, nicht Grundstück planieren. Das ist eine ganz dumme Idee. Alles klar, also das hier kommt weg. Die wird auch wieder diesen Boden hier bekommen. Oder haben wir da einen anderen? Nee, ich würde auch sagen, nehmen wir wieder den hier. Ah. Ja. Das ist, glaube ich, die beste Variante. Und genau auch so eine Treppe. Die kommt hier jetzt aber außen rum. Warte mal, jetzt muss ich ja gerade mal noch schauen. Nee, das müssen wir anders machen. Hier kommt nämlich nochmal so ein Bereich drumherum. Aber wirklich nur ganz schmal. Das ist auch eigentlich nicht zum Drauflaufen. Das ist eher gedacht für Pflanzen. Hat hier eine andere Farbe auf dem Bild, was ich habe. Aber ich überlege, ob wir da vielleicht den Grasboden drauf machen. Ich überlege tatsächlich, ob wir da vielleicht diesen Boden hinmachen bei der Finca hier. Einfach um das klarer abzusetzen. Wir könnten natürlich auch, was könnten wir noch machen? Warte mal. Was haben wir hier? Nee, das passt nicht. Der hier in diesem etwas cremigeren Ton, der würde auch passen. Ist vielleicht besser. Gucken wir einfach mal. Okay, hier drumherum kommt jetzt wieder diese Treppe. So rum. Leider. Gott, ist das teuer. Ja, ihr seht, es wird nicht unbedingt das günstigste Haus. Würde ich hier dann auch so drumherum setzen. Und hier würde ich dann vielleicht doch einen Zaun hinmachen. Ja. Hier einen Zaun und hier in der Ecke. Hier macht man eine Pflanze hin. Das ist blöde. Das ist schade, dass man hier die Treppen nicht so über Eck bauen kann. Das würde ich mir definitiv wünschen, dass das ginge. Das wäre sehr, sehr cool, aber. Würde ich auch sagen, nehmen wir wieder den hier, oder? Ist das der, den wir hier auch haben? Oder hat er eine andere Farbe hier? Der hat eine andere Farbe, ne? Den hier hatten wir genommen. Den nehmen wir hier vielleicht auch wieder. Ich möchte das so ein bisschen einheitlich halten. So ein ganz kleines bisschen. hier machen wir, glaube ich, nichts hin. Nee, das sieht doof aus. Das sieht doof aus. Das kommt wieder weg. Interessant wird es jetzt, ich brauche hier hinten bräuchte ich jetzt, eine schon etwas größere, eine etwas größere Säule, denn das wird ein überdachter Terrassenbereich. Ich meine, ist ja warm in Spanien. Natürlich nicht Spanien, es ist warm in Spanien, nicht, dass jetzt gleich jemand denkt, Ich denke wirklich, dass es Spanien heißt. Das natürlich nicht. Auch hier fände ich so einen Busch wieder ganz cool eigentlich. Und jetzt, hier hinten kommen Pflanzkübel hin. Vielleicht sollten wir uns erstmal mit dem Dach beschäftigen. Das wird nämlich auch nochmal eine Sache für sich. Ohweia. So vielleicht. Aber nicht so hoch. Das muss ja auch noch in die Länge gehen. Und dementsprechend muss es relativ flach werden. Okay. Hier muss jetzt das genaue Gegenstück hin. Bis nach da. Oh Gott. Ich tue mich recht schwer damit, solche Sachen zu bauen. Und das muss aber anschließen. Das darf nicht höher sein. Das muss ganz flach sein. Vielleicht sieht es doch besser aus, wenn ich das hier... Ich kann ja mal schauen, wie es aussieht, wenn ich das vielleicht doch eher so mache. Nee, andersrum.
Ich bin mir gerade noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich so gut kommt, was ich hier aktuell bastel. Auch wenn das nach der Bildvorlage so ist. Oh, wie war denn das jetzt noch gleich? So konnte ich nur auf einer Seite. Ist vielleicht trotzdem schöner, auch wenn es nicht ganz so ist, wie es eigentlich aussehen sollte. So, und das hier bräuchte ich jetzt rein theoretisch noch. Ist das kein Raum geworden, das hier? Brauche ich da vielleicht noch... Ah, das ist doch eigentlich Fußboden. Was passiert denn jetzt? Also das hier bräuchte ich jetzt als Raum. Kann ich das hier nicht einfach so... Doch, jetzt hat's'n. Entschuldigung. Jetzt hat's ein Dach in Anführungsstrichen. Hier bräuchte ich jetzt rein theoretisch... Gott, nee. Was ist, wenn wir das hier einfach löschen? Und ich versuche, das hier da dran zu bauen? Das sieht total belämmert aus. ich würde sagen, wir löschen einfach das hier. Und, vielleicht löschen wir auch das hier komplett. Oh Gott, das ist gar nicht so einfach, wirklich nicht. Ihr denkt jetzt euch doch, Gott, mach da nicht so einen Krampf draus. Vielleicht machen wir es auch einfach so. Eieiei. Himmel nochmal. Fällt mir jetzt aber auch nicht so gut. Und wenn wir es so machen, dass wir das vielleicht doch so rum machen. Flacher. Weil Finken sind halt, haben halt nicht so ein krass hohes Dach. Und dann diese Variante hier. Und dann... Ich glaube, das ist tatsächlich die beste Variante. Dass ich hier gar nicht irgendwie was hinmache in Richtung Dach, sondern dass wir das anders lösen. Dass ich hier, was weiß ich, irgendwie eine Säule hinstelle. Einfach eine Säule. Ich glaube, das ist tatsächlich die intelligenteste Lösung. In dem Fall. Stellen wir das ja erstmal hin, um an der Stelle das Dach abzustützen. Ja, aber es sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Das ist vielleicht doch einen kleinen Ticken... Ja. Es ist halt dann eher die flachere Finca. Aber kann ja auch richtig gut aussehen. Wie gesagt, hier kommt jetzt erstmal die Eingangstür hin. Ich bin gespannt, wie wir das hier bekommen mit der Einteilung. Muss ich wirklich sagen. Was haben wir denn da für eine Tür drin? Eigentlich ist in diesem Bereich von der Finca, würde diese Tür hier reinpassen. Diese Tür wäre gut. Das wäre im Endeffekt die das Bild mir vorgeben würde. Aber ich überlege gerade, nee, das hier passt nicht vom Abstand. Dafür habe ich das wieder blöd eingeteilt. Die hier gibt es nicht in einem und demselben Ton, das ist dann auch wieder dämlich. Ja, also von daher würde ich sagen, dann nehmen wir wahrscheinlich wirklich sogar die hier vorgeschlagen wird. Und das wäre in diesem Fall diese Tür hier. So.
die da wäre das dann als Haustüre. Das ist halt eher jetzt so der Villenstil und das ist eher so der ländliche Stil. Aber ich finde auch, das passt eigentlich genau, das verkörpert dieser Villenstil, das verkörpert Sergio und Cleo. Während dieser ländlichere Stil, finde ich, eher Emi und Hendrik verkörpert. Von daher passt es eigentlich optimal. Was ich jetzt ganz gerne diese Folge schon machen wollen würde, ist, dass ich hier schon Blumentöpfe hinstelle. Dass das hier schon mal so aussieht, wie ich das hinterher geplant habe. Also so in der Richtung sollte das hinterher sein, von der Größe her. Ich habe nur leider keine eckigen Blumentöpfe, glaube ich. Das heißt... Das heißt wohl, ich könnte auch hier gucken, dass ich so unterschiedliche Töpfe hier einfach vergrößere und hinstelle. Muss ja nicht ein und dasselbe sein. Es ist ja hier bei dem anderen im Endeffekt auch nicht. Mehr soll das hier gar nicht sein. Also hier soll wirklich nur so rein dekotechnisch soll da halt was rumstehen. Ich überlege gerade. Was hätten wir noch, was hier passen würde? Haben wir den hier auch in hell? Ja, haben wir. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, stellen wir den hier auch in... Das ist eigentlich schon recht groß, aber... Nein, wenn ich den so groß mache, dann sieht das hinterher doof aus, weil dann muss ich die Pflanzen hier auch so groß machen. Das machen wir nicht. Okay, wir suchen uns jetzt noch ein paar Gartenpflanzen raus. Ich finde zum Beispiel, dass sowas hier ausgezeichnet hier reinpassen würde. Ja, so ein Farn. Hier schaut man, sieht dort so richtig gut und das gibt so direkt dieses richtige Flair, finde ich. Ich mag das. Da hinten kann man auch nochmal so einen hinstellen. Ist vielleicht ein bisschen groß für einen Blumentopf normalerweise, aber ja. Whatever, was soll's. Okay, das hier vielleicht noch. Das wäre auch passend. Stellen wir vielleicht hier hin. Machen wir überhaupt noch was mit Blüten hin oder stellen wir hier vielleicht noch so einen Kaktus rein? Das ist ja süß. Das ist irgendwie voll knuffig mit dem Kaktus. Oder so. Ach, das ist toll. So macht man das. Guck mal, jetzt haben wir nämlich hier schon unsere erste Verzierung fertig. Was ich jetzt noch gerne machen würde, wäre rein theoretisch noch eine Tapete. Die hier würde zum Beispiel sehr, sehr gut gehen, finde ich. Dann haben wir natürlich hier auch wieder dieses Gelbe drin. Was rein theoretisch eigentlich die Farbe dahinter wäre. Das wäre sowas. Das könnten wir auch machen, aber das finde ich eigentlich ein bisschen zu krass. Deswegen tendiere ich aktuell zu dem hier. Was hätten wir denn hier sonst noch, was so in Farbe, in die Richtung an der Finca gehen würde? Sowas hier finde ich aber nicht so gut. Nee, das ist alles jetzt nicht so das Wahre. Das müsste, wenn dann, gelblicher sein. Nee. Ja, ich denke doch, dass wir hierbei bleiben werden. Das hier wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich glaube aber eher das. Obwohl, ja, aber das hier ist auch so, das ist so schön. Ha, schwierig. Schwierig, schwierig. Das hier wäre auch schön, aber dann wird das hier nicht mehr passen, der Boden. Das hier würde ich auf jeden Fall damit machen, glaube ich. Das finde ich toll. Okay. Ich würde jetzt einfach mal sagen, schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Wollt ihr lieber... Nee, das passt nicht. Das hier wäre... wir machen vielleicht gerade erstmal noch das Dach. Dann haben wir nämlich... Da müssen auf jeden Fall rote Ziegel. Definitiv rote Ziegel. Leuchtet mir ein bisschen zu sehr. Ja. So ist eigentlich schon gut. Okay. Und wo war ich jetzt hier denn? Das hier wäre eine Idee. Das hier wäre eine Idee. Das, was wir hier aktuell schon drin haben, wäre eine Idee. Oder das hier. Das wäre auch eine Idee. Finde ich auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare.
Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. So sieht sie bislang aus. Finca numero due. Mal schauen, was ihr dazu sagt. Ich bin wirklich gespannt auf euer Urteil bislang. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder in unserer WG. Da werden wir wahrscheinlich Cleo wieder mit auf die Arbeit begleiten und mal gucken, ob wir vielleicht eine Beförderung für sie herausarbeiten können. Ja, und hier bauen wir dann übermorgen weiter und ich bin wirklich schon ultra neugierig auf eure Meinung zu Finca Nummer 2. Also ihr Lieben, bis dahin, macht's gut, tschüss!